Sehr verehrte Gäste, sehr verehrte Gäste, sehr verehrte Gäste. Ich darf Sie alle wieder bitten, Platz zu nehmen. In Ruhe die Türen zu schließen. Und ich weiß, wir haben ein straffes Programm, auch was die Pausenplanung anbetrifft. Dafür haben wir aber ein, wie ich finde, ausnehmend tolles, ausreichend anregendes Programm. Insofern hoffe ich, dass Sie uns verzeihen, dass es alles etwas zeitlich knapp ist. Ich werde die Einführung auch auf Jutta Almendingers Wunsch hin ihrer Person knapp halten und Ihnen nur kurz sagen, dass sie derzeit Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung ist. Sie war vorher lange Jahre am IAB, am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und sie war hier in München lange Jahre Professorin am Institut für Soziologie an der LMU München. Sie ist eine ausnehmend inspirierende, nicht nur Forscherin und Wissenschaftlerin, sondern auch schlichtweg inspirierende Frau, eine tolle. Und insofern freue ich mich ausnehmend sehr, dass Sie nach Jutta Limbach, unsere zweite Jutta, Jutta Almendinger, heute hier hören dürfen. Jutta, bitte. Ist ja fast ein Homecoming hier, weil ich so viele sehe, die ich kenne und mich wirklich freue und aufs Wiederholte mich frage, was ich eigentlich in Berlin mache. Aber das ist es ist nicht Gegenstand dieser Rede. Ich möchte über drei Dinge sprechen. Ich möchte zunächst mal in relativ knapper Form, weil wir haben das Programm so geändert, dass ich jetzt 25 bis 30 Minuten habe und auch von einem Herrn gerade hörte, dass Frauen einen etwas leichtzügigen Umgang mit Zeit haben. Dem werde ich widersprechen, nicht nur heute, sondern im Namen von uns allen. Das erste wird eher konzeptionell sein. Das zweite ist, was aus diesen konzeptionellen Grundlagen, die man teilen mag oder nicht, meines Erachtens folgt. Dann wurde ich gebeten, ein bisschen auf die Brigitte-Studie einzugehen. Ich halte das kurz und schließe mit drei übergreifenden, mir wichtigen Punkten. Die Bestandsaufnahme heute würde ich überzeichnen mit dem Punkt, dass Frauen dürfen, können, wollen, und würde dazu fügen, auch müssen. Und das bezieht sich alles auf die Erwerbstätigkeit. Sie dürfen erwerbstätig sein, ohne die Männer zu fragen. Das hat sich innerhalb meines eigenen Lebensverlaufs erst abgespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie können aufgrund dessen, dass die nicht nur Chancen, sondern die erreichten Bildungszertifikate, die Ergebnisse auf mittlerweile so gut wie allen Stufen bis weit in den akademischen Bereich von Frauen besser als von Männern sind, sodass wir heute ja schon fast eine Männerbildungskrise ausrufen, was wir etwas voreilig tun. Frauen wollen, das wissen wir aus allen Umfragen heraus in der Tat, und wir müssen hinzufügen, und das ist eine meiner ersten Antworten, wenn ich gefragt werde, gibt es eigentlich so etwas wie eine Wahlfreiheit? Nein, es gibt keine Wahlfreiheit, weil Frauen erwerbstätig sein müssen. Und das müssen sie aufgrund des geänderten Unterhaltsrechts, das müssen sie aufgrund von steigenden und nach wie vor steigenden Scheidungszahlen, das müssen sie auch aufgrund des Anstiegs von alleinerziehenden Müttern, was oft auch dem Wunsch von Frauen entspricht, alleinerziehend zu sein, nicht immer. Aber all das führt dazu, dass es schlichtweg für Frauen gar nicht mehr die Wahl gibt, von Männern versorgt zu werden oder eben selbst erwerbstätig zu sein. Und eine dritte Achse, nämlich jener der lebenslangen Alimentierung, haben wir auch nicht in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo diese Achse aber auch nicht von Frauen im Spezifischen genutzt wird, also Welfare Mothers oder solche Stichworte. Die Frage ist, wenn man dem folgt, diesem dürfen, können, wollen, müssen, an was
scheitert es meines Erachtens im Besonderen. Ich muss jetzt so schnell darauf eingehen, weil ich das aus zeitlichen Gründen sonst nicht schaffe. Und meine Antwort ist, dass es, und damit bin ich bei meinem ersten Satz, dass es an der Zeit scheitert. Nicht mit dem freizügigen Umgang mit Zeit, sondern gerade mit dem Gegenteil, dass Frauen keine Möglichkeit haben, wenn sie Familie gleichermaßen haben möchten, und das möchten die meisten Frauen nach wie vor haben, Vollzeit erwerbstätig zu sein. Aus diesem Problem heraus, diese Vollzeiterwerbstätigkeit überhaupt nicht erreichen zu können, und von daher verwundert mich das auch nicht, dass bei vielen Befragungen Frauen sagen, sie wollen nur Teilzeit arbeiten, weil sie schlichtweg die Möglichkeit einer Vollzeiterwerbstätigkeit in Deutschland nicht geboten bekommen, und ich gehe auf Zeit später nochmal ein, kann man schon identifizieren, woraus diese Teilzeitarbeit, wenn es überhaupt eine Teilzeitarbeit ist, ein ganz, ganz großes Problem, über welches ich heute nicht reden kann, ist die geringfügige Beschäftigung, die meines Erachtens unterthematisiert ist vis-à-vis der Quotendiskussion und der Diskussion um Frauen in Führungspositionen, ist, dass wir in Deutschland eine Situation haben, wo wir leicht in Teilzeit reinkommen, aber aus der Teilzeit nicht mehr herauskommen. Ich habe das mal mit Daten des Mikrozensus mir angeschaut, und es ist erschreckend, wie wenige Frauen, die einmal in Teilzeit waren, wieder entweder in eine knappe oder in eine ganze Vollzeit kommen. Es ist eine Einbahnstraße. Man kommt da nicht mehr raus. Das hat verheerende Konsequenzen, und diese verheerenden Konsequenzen ergeben sich kausal aus diesem, dass Teilzeit Dead End ist und nicht mehr in Vollzeit verändert werden kann, weil daraus folgt nicht nur, dass Einkommensverläufe sich anders darstellen, nicht nur, dass sich Karriereverläufe anders darstellen, sondern auch, dass sich die Rentensituation von Frauen ganz anders darstellt als die Rentensituation von Männern. Von daher einmal Teilzeit, immer Teilzeit, einmal Teilzeit mit lebenslangen Folgen hinsichtlich der beruflichen und finanziellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und das dritte Problem, was mit Teilzeit verbunden ist, ist, dass Teilzeit nur ein Geschlecht hat, nämlich Teilzeit ist Frauenteilzeitarbeit. Und auch das macht einen großen Unterschied aus zu dem, was wir an Lohnentwicklung sehen, weil wenn wir diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in der Arbeitszeit nicht hätten, hätten wir eine wesentlich größere Achse, worauf wir aufsetzen könnten, wenn es dann um Quotierungen und wenn es dann um die Reduktion eines Gender Income Gaps geht. Einige von Ihnen wissen, dass ich überhaupt gar keine Freundin bin dieser Berechnungen des Gender Pay Gaps. Ich kann das wunderbar berechnen. Mir liegt es nicht daran, dass ich das methodisch nicht schaffe. Aber Sie müssen einfach verstehen, dass hinter diesem Konzept eines Gender Pay Gaps der Stundenlohn von Männern und Frauen liegt. Und dieser Stundenlohn, der berechnet sich so, dass ich alle Frauen quasi zu Männern mache. Also ich halte konstant die Arbeitszeiten, die meines Erachtens der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. Ich halte konstant die Betriebsgröße, ich halte konstant die Dauer der Erwerbstätigkeit. Ich halte so gut wie alles konstant und entwickle aus einer realen Frau eine imaginäre Frau, die aber ein Mann eigentlich ist. Und von daher ist diese Gender Pay Gap, das Institut der deutschen Wirtschaft berechnet ihn ja mittlerweile auf 2%, wenn man alles ausparzelliert. Man kann von mir aus auch 20% sagen. Wenn Sie aber sich anschauen, was der Gender Income Gap ist über ein ganzes Erwerbsleben hinweg, so sehen Sie, dass das alles absolute Trivialisierungen sind dessen, was Frauen finanziell zur Verfügung haben und was sie für Möglichkeiten haben in der Rente. Und auch hier bringe ich weiß, das sage ich seit 20 Jahren, und da hier Personen sind, die schon in meiner Sozialstrukturvorlesung war, kann das jetzt einfach mal wieder als ein neues, nach 20 Jahren wieder aufgelegtes Moment kommen. Wenn wir die heutigen Rentenzugangskohorten uns anschauen, dann sehen wir, dass selbst die heutigen Rentenzugangskohorten mehr Geld bekommen, welches abgeleitet ist von den Männern, als eine eigene Erwerbsrente. Das heißt, spitz ausgedrückt ist auch heute noch für Personen, die 7 Jahre älter sind als ich, der Heiratsmarkt wesentlich lukrativer als der Arbeitsmarkt. So kann man das auch rechnen.
Das heißt, wir sollten uns bei unseren Überlegungen wohl auch auf Stundenlöhne beziehen. Das tue ich auch. Ich bin in dem Mindestlohnhauptausschuss, auch wenn man da nie angefragt wird und dass das Gremium ist, welches am wenigsten von meiner Zeit beansprucht, leider, kann man dazu sagen. Aber es ist eine vollkommen andere und meines Erachtens nachgelagerte Diskussion, wenn ich über Frauenkarrieren spreche. Da muss ich tatsächlich über das Ausmaß der Zeit mittlerweile sprechen. Die Alternativen allerdings für Teilzeiterwerbstätigkeiten von Frauen bestehen so gut wie gar nicht. Und ich könnte das jetzt an der ganzen Liste entlang argumentieren. Wir haben, und das ist jetzt alles langweilig, aber nichtdestotrotz enorm wichtig, wir haben eben nicht nur zu wenige Kindertagesstätten, sondern wir haben auch qualitativ viel zu viel schlechte Kindertagesstätten. Wir haben immer noch keine gebundenen Ganztagsschulen. Und wir haben ein System, welches von der Schule aus einen zunehmenden Stress auf die Eltern ausübt, sodass auch aus diesem Stressfaktor und dem, man muss Hausaufgaben mit den Kindern machen, diese Zeit einer wirklich extensiven Kinderbetreuung sich ins höhere Kinderalter hin zunehmend zieht. Das, glaube ich, kann man auch zeitlich mit entsprechenden Daten gut machen, dass heute Frauen mit ihren Kindern zunehmend auch Väter, dann kann man immer sagen, die Väter sind für die Mathematik zuständig, so wie früher die Väter für die Fahrzeuge zuständig waren. Aber es ist ein Trend, welcher vom Bildungssystem dann nochmal ausgeht. Und auch da muss man meines Erachtens dringend was tun, aber das ist nicht das Thema von heute. Es ist auch deshalb schwer möglich, Teilzeit zu Vollzeit werden zu lassen, weil Betriebe zwar aus rein demografischen Gründen meines Erachtens und aufgrund der guten Bildung von Frauen diese Flexibilisierung zunehmend fahren, aber die Dinge, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, nicht fahren. Darauf komme ich später. Also ich denke, dass nach wie vor Betriebe ganz schwer sich damit tun, so etwas wie flexible Arbeitszeiten über einen Lebensverlauf hinweg zu denken und diese Flexibilität im Moment hauptsächlich auf eine Woche oder auf zwei Wochen, also auf das Hier und Jetzt beziehen. Was wir aber brauchen, ist Flexibilität über den gesamten Lebensverlauf hinweg. Und das Problem, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass Teilzeitarbeit Frauenarbeitszeit ist, würde ich an dieser Stelle hinzufügen, dass wir nach wie vor, und Männer sagen immer, und das wird auch bestätigt durch viele Betriebe, wenn sie dann Teilzeit arbeiten wollen oder wenn sie mehr als diese bezahlten zwei Elternmonate nehmen wollen, damit mindestens genauso große Probleme haben wie Frauen, was dann das Herabsetzen von Career-Tracks zu dann Daddy-Tracks und so weiter und so fort betrifft. Wenn man von diesem Zeitfaktor ausgeht, so muss man meines Erachtens in der Tat nicht zunächst mal an Frauen in Führungspositionen und der Quotierung von Frauen in Führungspositionen ansetzen. Das muss man auch. Und Sie wissen, dass ich eine dezidierte Anhängerin von Quotierung bin, seitdem ich mir klar gemacht habe, wie oft ich in meinem Leben schon quotiert wurde. Man muss viel mehr ansetzen an diesem ganzen Zeitfaktor und an der Umverteilung von Zeit zwischen Männern und Frauen. Diese Umverteilung von Zeit zwischen Männern und Frauen ergibt sich daraus, dass Frauen gerne auch in Führung gehen, gerne Verantwortung haben, gerne mit einer anderen Konnotation als Männer das haben, auch Macht haben. Aber Macht ist immer etwas, da sind sie wirklich gut von Max Weber schon erfasst worden. Macht ist etwas, was ich gegen den Willen von anderen tue. Insofern sind Frauen vielmehr Personen, die Verantwortung suchen und weniger mit dem Wort Macht umgehen wollen, was dann auf anderer Ebene oft in unterschiedliche Führungsstile, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber das ändert nichts daran, dass Frauen tatsächlich auch führen wollen und Karriere machen wollen. Sie wollen das aber nicht zu den Konditionen der Männer von heute, das heißt nicht mit 40 plus Arbeitsstunden. Und sie können das auch nicht, wenn die Vereinbarkeit ihr doch eine gewisse Rolle spielt und wenn sie von da ausgehen, sie haben dieses eine Leben und dieses eine Leben kann nicht ausschließlich der Erwerbstätigkeit gewidmet sein.
Diese Umverteilung muss von Zeit zwischen Männern und Frauen muss tarifpolitisch da einhergehen, dass wir meines Erachtens eine neue Definition dessen brauchen, was eine normale Erwerbsarbeitszeit ist. Wir müssen da von diesen 39, 40 Stunden runtergehen. Wenn wir runtergehen, dann können wir die Erwerbstätigkeit von Frauen erhöhen, weil wir die Erwerbstätigkeit von Männern reduzieren, zumindest in vielen Positionen. Und wir haben überhaupt gar keinen Verlust an dem insgesamt geleisteten Arbeitsvolumen von Männern und Frauen heute, sondern wir hätten sogar noch eine leichte Steigerung drin. Diese Reduktion der Normalarbeitszeit, also eine Neudefinition dessen, was normal ist und nicht das Beklagen, dass uns Normalität abhanden kommt, das steckt ja hinter dieser Aussage von mir, muss natürlich begleitet werden durch entsprechende betriebliche Maßnahmen. Und von daher habe ich mich eben ganz besonders gefreut, Frau Durst hier zu sehen, weil sie mir als in einer gewissen Weise Vorreiterin von was dann nicht so richtig aufgenommen worden ist, schon vor Jahrzehnten, kann ich mittlerweile sagen, gebeten hat, auszuarbeiten für die Landeshauptstadt München so etwas wie die doppelte Besetzung von Führungspersonen, also geteilte Führungspositionen. Und wir haben da eigentlich ganz gut, nicht nur gut zusammengearbeitet, das haben wir immer, aber auch gute und umsetzbare und implementierbare Ergebnisse erzeugt. Und es ist ganz erstaunlich, dass man über diese letzten 15, 20 Jahre hier nicht viel mehr auf betrieblicher Ebene gemacht hat. Und das betrifft Führungspersonen, die von zwei Personen ausgeführt werden. Wir haben das ja in manchen sogar großen international aufgestellten Banken, sondern auch dass man natürlich weiß, dass wenn man in sogenannten Self-Managing Teams und mit einem Work-Redesign solche Phasen auffangen kann, wo Frauen wie Männer aufgrund von der Erziehung von Kindern, aufgrund der notwendigen Weiterbildung, aufgrund der Pflege von Eltern, aufgrund aber auch einer rein persönlichen Hygiene, also mal ein Jahr, mal auch nichts zu machen. Diese vier Faktoren erscheinen mir bei einer zunehmend langen Erwerbsbeteiligung und auch bei einer zunehmend langen Lebenserwartung im gesunden Alter absolut wichtig, um in neue Lebensverlaufsregimes zu implementieren. Das heißt, wir müssen... tarifpolitisch daran gehen, wir müssen betrieblich daran gehen und wir müssen schauen, dass wir bei so einem neuen Design Männer wie Frauen beide mitnehmen. Und in diesem Zusammenhang ist mir meine kleine, sogenannte, auch im Programm so ausgewiesene Brigitte-Studie doch eine Hilfe, weil sie zu dem Oberthema des Kongresses natürlich auch gut spricht. Der New Generation heißt auch Gott sei Dank ohne Fragezeichen. Und dieses ohne Fragezeichen kann ich aus der Bewertung und der Analyse der Brigitte-Studie in der Tat teilen. Als wir das vor 7 Jahren angefangen haben, waren die Ergebnisse ganz eindeutig, sodass wir kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen fanden, was Karriereorientierung betrifft, sodass wir eine extrem hohe Karriereorientierung wie aber auch Familienorientierung von Frauen gesehen haben. Und die große Kritik war damals, das wächst sich im wortwörtlichen Sinne irgendwie aus, lass die Frauen nur älter werden, dass sie nur Familie gründen, dass sie nur Kinder haben und dieser Karrierewunsch geht runter. Ja, oder lass sie älter werden und der Kinderwunsch wird massiv höher und der Karrierewunsch sackt in sich zusammen. Das ist nicht das, was wir sehen, sondern wir sehen, und da füge ich jetzt wirklich ein dickes Leider dazu, was Sie vielleicht wundern wird, wir sehen, dass der Karrierewunsch über diese 7 Jahre bei den jetzt zwischen 25 und 35 Jahre alten Frauen enorm gewachsen ist. Wenn ich eine Frage stelle, Sie wollen auf eigenen Beinen stehen, dann sagen das 98% der Frauen. 98% der Frauen sagen das. Wenn ich, und das ist ein Zuwachs von plus 40 Prozentpunkten zu dem Zeitpunkt, wo sie jünger waren. Also das ist tatsächlich etwas, was diese ganze Generation, und von daher kann man schon fast von einem Kohorteneffekt sprechen, teilt, weil sie haben bei so einer hohen Zustimmung keine Abweichungen mehr. Selbst wenn sie auf ich möchte viel Geld verdienen gehen, haben sie eine enorme Zustimmung, die bei 80% liegt. Dagegen sehen sie bei der Frage Familienbildung, Kinder, zwar auch einen leichten Anwuchs über diese 7 Jahre hinweg, aber der ist im Vergleich zu dieser Karriereorientierung absolut minimal und liegt bei 5 oder 6 Prozentpunkten. Und das gibt einem schon zu bedenken, weil
dieses Entweder-Oder auf einmal zu einem so klaren, hier ist das, was ich machen muss, deshalb fing ich auch meinen Vortrag so an, hingegangen ist, dass ich glaube, dass wir eine gesellschaftliche Pflicht haben, diese Orientierung, die wir diesen jungen Frauen meines Erachtens von klein auf mitgeben, der Selbstständigkeit und der Erwerbsorientierung, so ausgestalten, dass sie in der Tat eine Wahlfreiheit haben, dahingehend, nämlich jetzt nicht erwerbstätig zu sein, sondern eine Wahlfreiheit haben, dahingehend an bestimmten sensiblen Lebensverlaufsphasen entsprechend dem auch zu folgen, was sie wollen, nämlich Kinder bei der Pflege von Erwachsenen, von Eltern, hat man oft gar keine Wahl und man möchte auch gar keine Wahl haben, Weiterbildung und Auszeiten, das sagte ich schon. Das ist der erste sehr, sehr harte Befund, mit dem man meines Erachtens politisch umzugehen hat. Und diese Frage der Zeitumverteilung ist eine der Möglichkeiten und meines Erachtens die stärkste der Möglichkeiten, die wir haben. Der zweite Befund ist, dass wir bei den ersten zwei Wellen noch sehr starke Diskriminierungen gesehen haben, Stereotypisierungen gesehen haben. Das heißt, wenn ich Frauen über Frauen fragte, ergab sich was ganz anderes, als wenn ich Männer über Frauen befragt habe. Das ist das, was man mit Stereotypisierungen bezeichnet. Die sind über diese 7 Jahre fast nicht mehr vorhanden, sind nur noch an ganz, ganz wenigen Stellen sichtbar. Der dritte Befund ist, dass die Meinung der Frauen zunehmend standardisierter ist. Das hatte ich jetzt eben schon dargestellt mit dieser enormen Zustimmung von über 90%, die sagen, Erwerbstätigkeit auf eigenen Beinen stehen. Also ich habe nicht mehr so etwas wie zwei Lager, was man noch in meiner Generation hatte, dieses Entweder-Oder, oder wir hatten diese Gruppen von Frauen, die erwerbsorientiert diese Gruppen, sondern wir haben relativ standardisierte Vorstellungen. Und das vierte ist, dass diese Vorstellungen, wenn ich nach der erwarteten und erwünschten Arbeitszeit von Männern frage und von Frauen frage und meine Männer und meine Frauen danach frage, dass die Unterschiede geringer werden. Das heißt, Männer gehen mit ihrer gewünschten Erwerbstätigkeit zurück, sagen ganz klar, sie wollen erwerbstätig sein, sie wollen auch Vollzeit erwerbstätig sein, grenzen sich aber jetzt dezidiert von ihren Vätern ab. Das heißt, wir haben jetzt zwei Befunde, die Frauen wollen nicht zu den Konditionen der Männer mit dieser Übervollzeit arbeiten, aber auch die jungen Männer wollen nicht mehr zu den Konditionen ihrer ihrer Väter arbeiten. Jetzt kann man das alles irgendwie auch so bezeichnen, dass diese Leute extrem konsumorientiert sind und schlichtweg nicht mehr erwerbstätig sein wollen. Das allerdings wäre eine vollkommen falsche Interpretation. Zum Schluss die drei übergeordneten Punkte, die ich denke, dass man überhaupt, wenn man die ganze Positionierung von Frauen vis-à-vis Männern und die Chancen von Frauen und Männern zueinander betrachtet. Man braucht eine Lebensverlaufsperspektive und bei dieser Lebensverlaufsperspektive sind drei Achsen zentral. Ich würde immer von einem Befähigungsansatz ausgehen, so wie er von Nussbaum, Martha Nussbaum und Amartya Sen formuliert ist. Das ist ein individueller Ansatz, der ausgeht von individueller Freiheit und der Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und sowohl Nussbaum wie auch Sen gehen von diesem Ansatz dann tatsächlich hin zu gewissen Mindeststandards, die vorliegen müssen. Diese Mindeststandards, ich arbeite im Moment darüber im Bereich der Bildung, weil es da auch seitens der Juristen noch relativ wenig gibt, was mindestens nicht, dass ich jetzt eine Juristin sein kann, das würde ich nie schaffen in meinem Leben, aber man kann das ein bisschen debattieren, so etwas wie eine Mindestbildung, aber wir brauchen auch neben diesem Mindestlohn, welcher sich wieder auf eine Stunde bezieht, so etwas wie eine Mindestarbeitszeit, um so ein Konzept verfolgen zu können. Und das würde ich tatsächlich unter diesem ersten Strang auch dieses Befähigungsansatzes sehen. Das zweite ist eine strukturelle Offenheit, die man braucht, also die Möglichkeit der Übersetzung von Fähigkeiten in Arbeitsmarktorganisationen.
aber nicht nur in Arbeitsmarktorganisationen, sondern in die Zivilgesellschaft im Allgemeinen. Da nehme ich durchaus auch Normen und Kultur dazu und subsumiere solche Dinge wie Transparenz. Und der dritte Punkt ist die materielle Sicherheit, die man braucht. Also wir können nicht nur von Befähigung ausgehen, sondern wir müssen auch schauen, dass wir materielle Befähigungen reinlegen. Und da muss man insbesondere, wenn man in die Niedriglohnbereiche reingehen, meines Erachtens doch auch mal schauen, nicht nur für Frauen, aber auch für Frauen, inwieweit man ein ganz anderes, nicht unbedingtes Grundeinkommen, aber ein bedingtes Grundeinkommen gekoppelt an bestimmte Arbeitszeiten definieren kann. Allerherzlichsten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.